Und damit seid gegrüßt zu einem neuen Adventskalendertürchen. Einem neuen Test-Adventskalendertürchen. 12. Dezember, 12. Adventskalendertürchen. Wie langsam die Zeit doch vergeht. Ja, Real Talk. Als Kind. Der Dezember war noch immer der längste Monat. Gerade wo man auf jedes Adventskalendertürchen einzeln wartet und jeden Tag öffnet und wie lange noch bis zum morgigen Adventskalendertürchen. Das ist da. Vielleicht wäre der Dezember kürzer, wenn man kein Adventskalendertürchen öffnen würde. Egal, wir starten jetzt hier die Demo-Version im heutigen Adventskalendertürchen. Die Hälfte schon rum. Arafin Return to Nangrim. Ja, eine Demo, die ich schon, um ehrlich zu sein, schon gespielt habe. Bei irgendeiner Gamescom war das mal, ich glaube 21. Es ist schon lang genug her, um es nochmal zu spielen. Und die Hälfte der Zuschauer, die dieses Adventskalender-Format guckt, kennt meinen Kanal nicht. Und schon gar nicht seit 2021 und weiß das daher nicht. Ach Mist, jetzt habe ich sie ihnen verraten. Jetzt werden sie nachgucken. Ja gut, wir spielen es trotzdem. Zum zweiten Mal. Den Playable Teaser von Return to Nangrim. Das Spiel würde ich sagen. Important Note ist einfach geklickt. Wichtiger Hinweis. Wer braucht wichtige Hinweise? Auf geht's. Das Spiel ist einfach episch. Es ist großartig. Ich würde sagen, es wird 2021 auf die Gamescom. War damals mein Highlight. Das war das habe ich als das Highlight der Gamescom gehört, dass wir ist immer noch nicht rausgekommen. Soweit ich weiß. Ist immer noch Demo. Pre-Release. Und abgeschmiert. Oder auch nicht. Vielleicht doch. Brimface, Northern Nangrim. They came as a whisper. Words so quietly wrapped that the truth may not hear. Until that whisper became a growl. Impossible to ignore. Impossible to outvoice. We were not prepared. That which came upon us lied far beyond our imagination. Our plans. Strategies, defense, in vain. The accomplishment of generations, the history of families, their joy, their sorrow, shattered in the blink of an eye. We stood strong, axes and hammers drawn. Our army, the guardians with their best beards, every beard. But the great gates fell, and what followed after soon sealed our fate. In the depths of the mountains, a stone beard uses a Manali stone's glow to separate night from day, darkness from light.
Our glow has not yet gone out, and we will not make room for the darkness. In the midst of the chaos, I hid away our most precious treasure, and in this hour that I know my time has come, I will pass this world knowing that victory is ours, if not today, certainly in a tomorrow that will soon come. By the names of the fallen kings, may Tal'Dorei give us his strength. Return to Nemrica and dwarf an adventure. What happened? Das sind wir im Spiel und können uns unschont gut bewegen. It's cold. I should look out for a shelter. I must have brought some equipment with me. I need to find it first. Way out of the cold. Inspect pickup. Red glowing wand. I need something to store this in. Best pivot. A handle of eggs. I need something to store this in. Oh, that's my Rucksack or so. Best pivot. A backpack. I'll need this for sure. I've got the handle of an axe. Now, if Tal'Dorei means me well, there might be a chance I'll find the corresponding head. Ein paar Pilze können wir sammeln. A red glowing shroom. Firmly barricaded. So, wir brauchen noch das obere Teil von Axt. Nur von Eismünze. Part of a letter. Ist noch ein leuchtendes Ding. Pilz. I can't go over that bridge without repairing it first. The way leads over that bridge, but it's so desolate, it's even missing some planks. The way leads over that bridge, but it's so desolate, it's even missing some planks. Ach, verdammt. Fair enough. Spitzhacke, Kopf haben wir noch nicht gefunden. Laterne wollen wir nicht mitnehmen. Dann gehen wir mal hier weiter. Those barricades block the way. Ja, da brauchen wir eine Axt. Those barricades block the way. Ich glaube, die Voice-Synchro, die gab es nicht beim letzten Mal spielen. Das letzte Mal. Gamescom 20.
Das ist 2020 gewesen sein. Keine Ahnung. Lasst mich lügen. Ich würde behaupten, es war die Gamescom 21. Der ich das zum ersten Mal gespielt habe. Ich sollte aufhören, das zu erwähnen. Kopf in Axt. Wo finden wir den? Ist leider auch lang genug her, dass ich nicht mehr weiß, wo der war. Ich sag mal Spitzhacke. Der Axtkopf. Hier kommt Staudin. Mit der Faust. Kann sich nur um Stunden handeln. Wo finden wir den Kopf der Angst? Und haben wir den schon gefunden? Ich bin nur ein bisschen lost. Hier kommt der Taldir. Inventory. No weapons in the inventory. Handle of knives. Ist nichts. Bin ich wirklich so blind? Ja, aber das sieht fantastisch aus. Es kann auch nicht sein, dass ich hier nichts finde. Das muss doch irgendwo an der offensichtlichen Stelle liegen. Ich kann auch die Spitzhacken nicht so sehr verstecken. Tja. Okay. Irgendwo. Oh, okay. Ich bin blind und dumm. The luck of a dwarf. Now, I just have to combine those two. Combine. But better than having no axe. Naja, nicht die hübscheste, aber bestimmt besser als mit den Fäusten zu kämpfen. Müssten wir die nur noch ausrüsten. Finden wir hier mal rein.
Equip. Ja, jetzt müssen wir noch. Mit welcher. Jetzt schlage ich trotzdem mit der Maus. Das ist. Language. Deutsch. Das kannst du auch mal auf Deutsch haben. Fällt mir spät auf. Angreifen rechts. Angreifen links. Puh. Aha. Und das alles für ein paar Pilze, die auch draußen schon vielfach stehen. Und ein bisschen Holz. Fantastisch. Tutorial-Wand. Kann auch die Brücke kloppen. Schade. Mit den Baumfällen. Nee, das sind Spuren, aber. Fällen können wir nicht. Rücksichtsloser Zwerg. Ohne verletzen. Die Türen in der großen Mine, möglicherweise. In Ladezeiten. Das sind harte Zeiten. Die Zitadelle. Der Ausbildungsplatz der Zwerge. Spinne. Die sterben. Scheiße, noch eine größere. Rock, Spinnen. Notiz an Bargon. Leider ist das exakte Rezept nicht bekannt. Ein Teil nur Fragen, naja, ich erlaube mir sagen, dass dies keine Option darstellt. Der Lehrling sagt, dass der Kopf 24 und ein Zehntel mal schwer ist mit seinem Griff. So viele Menschen hier. Die große Schlacht. Die Spinnen. Und die Zwerge. Ich sehe, das Blut ist auch sehr schön animiert. Ist auch genau on point. Bis die Animation hier. Die Spinnen sind auch gar nicht over, was geht.
Wir sind nicht OP. Erst eine halbe Stunde auf die Spinne einkloppen. Bis wir alles. 2, 3, 4, 5, 6. 6 Schläge mit der Axt. Das ist schon. Das halte ich für heftig. Lesen. Auf Deutsch können wir es jetzt nochmal lesen. Damals erinnere ich mich, da war das erst auf Englisch. Da habe ich das nicht gelesen. Vielleicht erinnere ich mich auch falsch. Das Brief, den Brief lesen. Oh nein, es ist. Das ist Text auf Bildhintergrund. Hufrinbart, ein einsamer Wanderer, kam des Weges zu unserem Königreich. Seine Kleidung schmutzig und er selbst halb verdurstet. Er müsse die Nimbor Berge besteigen, sagte er. Welchen Namen mit der Ausrüstung, die er bei sich trägt. Kein echter Zwerg würde jemals einen solchen waghalsigen Unterfangen in Erwägung ziehen. Mit solch einer mit einer stumpfen und unbrauchbaren Axt und Stiefeln, so ausgelaufen, dass die Kälte sich hineinschleichen kann. Weggeschickt hätte ich ihn, aber großzügig wie das Herz unseres Königs ist, hat er uns angewiesen, ihm Unterkunft zu gewähren und eine Ausrüstung für seine Reise bereitzustellen. Argoran hat bereits seinen legendären Frinstingkuchen zubereitet und Belastrian hat Schuhe aus feinstem Fell und Handschuhe aus Kalbsleder aus Eschgard geliefert. Nun, wie aber soll er mit solch einer lausigen Axt klettern? Aldor war vom König vorgesehen, der Schneebärte legendäre Axt zu schmieden. Aber wie sollte es anders sein? Der Trunkenbold ist bereits bewusstlos in der Taverne. Warum wird Brutal auch schon morgens serviert? Wie dem auch sei, ich versuche mehr herauszufinden und sende dir diese Details für das Arbeitsstück. Die Details für das Arbeitsstück haben wir noch nicht. Wir könnten wirklich eine bessere Axt brauchen. Unsere ist auch sehr jämmerlich. Das Tor ist zu. Deutsche Synchro. Das Tor ist zu. Das Tor ist zu. Was sagst du? Ist das Tor offen? Das Tor ist zu. Was ist das Tor? Immer noch verschlossen. Ah, okay. Ein bisschen Story. Ja, ich bin jetzt nicht unbedingt der Fan von Hintergrundstory auf Papier, auf Dokumenten, die man im Spiel aufsammeln kann, verstecken. Ich weiß nicht. Das ist halt so, weil. Hey, Frinnenbart, Haldurs Lehrling, hat mich mit mehr Informationen versorgt. Die Axt nennt sich Winterschlag und mit ihren leichten 34,8 royalen Pfund ist sie die perfekte Wahl für ein solches Abenteuer. Leider ist das exakte Rezept nicht bekannt und Haldur fragen, naja, erlaube mir zu sagen, dass dies keine Option darstellt. Der Lehrling sagt, dass der Kopf 33 und 4/5 mal schwer ist als sein Griff. Aber was weiß schon jemand wie ich? Es ist an einem wahren Meisterschmied, dafür zu sorgen, dass die Ehre des Königs intakt bleibt. Der Lehrling hat eine Zeichnung in Haldurs Schmiede gefunden. Und nicht vergessen, die spezielle Legierung, 2 in der Zahl, die für diese Waffe benötigt wird, könnte ich mich nur an den Namen erinnern. Wie auch immer, benutze ich nicht das teure Holz und Eisen.
Open duties. Duties. Get book fittings, choose fabrics for riddle books. Don't script for fingers. Book three times. Pick more of those red mushrooms. Love those mushrooms. Wrote to myself, clean up scriptorium before Bagon finds out about the mush spink. Okay, noch nicht alles übersetzt. Ja, war einmal ein Zweck. Jetzt hängen wir hier fest. Hilfe. Das war gerade üblich. Vielleicht gibt es einen anderen Weg. Kein Fallschaden, Yippie. Oha. Ach du Schande. Ein ganzes Buch. Oder eine dumme Geschichte. Ich bin kein Fan von Hintergrundgeschichtenbüchern. Und Resident Evil Village, ist mir das, war das Village? Glaube ich, in einem Resident Evil Time. Und Village ist das aufgefallen, als da gab es eine Szene, wo dann ins Labor kam und dann, oh, ein Türschlüssel. Zum Skriptorium. Wir kamen da bei Resident Evil Village dort in das Büro rein und das Labor rein war dann, und da war dann, und auf einmal hingen an der Wände ganz viele Bilder und die Notizen zu erkennen. Ein paar Sachen, das ist ein Skriptorium, sind wir richtig. Juhu, mehr Lesestoff. Oh, ich glaube, da waren wir noch nicht drin. Fackel. Juhu, wir können Truhen zerstören und Zwerge müssen kriegen. Ich kann mich noch daran erinnern, dass das ziemlich viel zu lesen war. Und in Englisch. Werde ich nicht lesen. Nimm dir fast Skyrim-Karte an. Schlüssel zur Mine. Sie nimmt jetzt eine Mine. Eine Mine. Dann darum. Ich hoffe, du liest diesen Brief nicht, da dies bedeutet, würde, dass ich tot bin und in großer Gefahr. Diese Stimmen aus den Minen, etwas Schreckliches wird geschehen. Die Steinwitwen, die höher in den Stollen kriechen, die Stürme nicht zu vergessen, der Zwischenfall mit Endung. Etwas brodelt und ich spreche nicht von den Verschwörungstheorien über Ränke und Ränke schmiedende Steinkulte. Dann darum, vielleicht verliere ich nur meinen Verstand, aber trotzdem, wenn du diesen Brief liest, bitte verlasse diesen Ort und fliehe so weit wie möglich. Etwas wird kommen. Ich werde meinen Posten nicht verlassen,
aber du bist zu nichts, nichts verpflichtet. Du könntest zu etwas Großem heranwachsen. Daher bitte ich dich, verschwende dein Potenzial nicht für uns alte Gebärde. Möge Tandoran über dich wachen. Bargon. Ein Buch. Das Tagebuch. Oder die Waldfee. Schließ das Basistraining ab. Ich habe das Buch gefunden, es scheint als konnte dieses Skriptur und Bargon sein Werk nicht vollenden, da einige Seiten fehlen. Ich denke, das Training könnte hilfreich sein, meinen Weg hier rauszufinden. Ich sollte die fehlenden Seiten suchen und das Training abschließen. Neue Aufgabe, finden das Kapitel. Ein Löffel. Sehr stabil. Dieser Schrank sehr stabil. Geschichte. Natürlich. Ganz viel. Ganz viele Münzen. Und Kisten. Lektion 1 lesen. Von Lesen als Grundvoraussetzung gilt sorgfältiges. Genaues Lesen muss jeder Junge Bart und Zopf beherrschen. Und der Text birgt Geheimnisse und versteckte Informationen. Ah, ich weiß. Ich werde es trotzdem nicht tun. Nur zwei muss hier irgendwo haben liegen. Ist dort kaputt. Aha, Tutorial selten suchen. Sicher verbarrikadiert. Ah ja, hier nicht. An anderen Orten. Wir wollen das hier nicht zur Knochenarbeit ausarten lassen. Ich hoffe, wir finden woanders noch selten. Vielleicht gehen wir mal in die Mine. Finden dort noch Sachen.
Hm. Wir sind doch draußen. Irgendwo die Seiten herum. Okay, Geschichtsbuchseiten. Hier ruckelt's noch ein bisschen. Drüben ist was. Es leuchtet so schön. Goldene Kronenblatt. Er hat schon eine Tamariske gelesen. Hilfe. Den kennen wir schon. Da geht's zur Mine oder was? Hm. Die musst du mal kurz nachladen. Und jetzt aber erstmal hier oben. Und wenn es hier schon in die Mine geht. Wir ja doch noch selten. Hoppla. Sind wir gestorben? Here we go again. Das nochmal aufheben. Oha, da geht's hoch. Oder schaffen. Sehr weit hoch hinaus für den Zwerg. Oh shit. Okay, die können wir aber nicht hoch. Ah. 3 FPS ja schon. Da steckt etwas. Eine bessere Axt. Zwei Schulz von Axt. Besser als die rostige Axt. Na bitte. Wenn es noch Holz von der Axt ist, können wir dann damit auch Bäume fällen. Wie würde es können, auf jeden Fall damit sammeln. Da kommen die schon da oben. Um.
in den Baum fallen sehen. Ich glaube, das wird nichts in diesem Leben. Von den Minen. Nur eine Spitzhacke und eine Schaufel finden. Dann können wir hier einen Hohl dicken. Wird hier rote Farbe versprüht. Effiziente Angst. Und die können wir einfach aufnehmen. Spinne. Eintrag. Ist doch noch mehr Spinnen. Schnell raus hier. Nämlich das, dieser Part war hier, das war schon da rauskommen, hier lang gehen und hier. Das war schon, das war Teil meines Twitch-Intros in langer Zeit. Schlüssel zur Schmiede. Aber was weiß schon jemand wie ich? Es ist an einem wahren Meisterschmied dafür zu sorgen, dass die Ehre des Königs intakt bleibt. Der Lehrling hat eine Zeichnung in Haldors Schmiede gefunden. Und hier haben wir eine Spitzhacke. Bisher noch nicht gebraucht, aber kommt auch noch. Oha. Irgendeine Seite. Ich zum zwei Ressourcen sammeln. Eine Schmiede kann nicht ohne Holz angefeuert werden. Und alle wertvollen Objekte und Waffen können ohne Erze nicht angefertigt werden. Sammle sie. Bau Gold ab. Bau Eisen ab. Okay, können wir noch nicht lang. Mal schauen, wann wir auf den Bayrock treffen. Spitzhacke. Stopp da jetzt runter. Gold und Eisen müssen wir finden. Ist die Frage, wo wir das finden? Wir haben schon ein bisschen Golderz abgebaut. Okay, Eisen machen wir noch. Goldmine zu sein.
Gut, jetzt haben wir jetzt genug. Und Weisen. Eisenherz. Frist beendet. Geht's mal wieder rein. Primface. Können wir mal wissen. Oh doch, können wir. Ich dachte. Achso, das ist der Ausgang. Quest. Gucken wir mal den Ort in Erfahrung. Suche nach etwas, das Hinweise über den Aufenthalt gibt. Forge. Heldungs Schmiede. Okay, da bin ich beim ersten Durchlauf gescheitert. Werden wir wahrscheinlich auch wieder jetzt machen. Ein Brief vom Schmied. Darin, so sehr ich den Einfallsreichtum auch schätzen mag, einen Steinschlüssel mit Zinn zu verweisen, ist keine dauerhafte Lösung. Ding ist wieder in zwei Teile gebrochen. Kaum habe ich es vom Tisch aufgehoben. Merke, achte auf die Details und du wirst feststellen, welche Materialien du verwenden kannst.
Was den Steinschlüssel mit den goldenen Gravierungen betrifft, ich schätze, das sollte jetzt klar sein, oder? Oha, ein Löffel. Leichte Kampfaxt. Ist aber ziemlich klein gelockt. Wo ist denn jetzt die Anleitung für die Erbsklammer gelandet? Baupläne. Können wir da mal ranzoomen? Aha. Ein Holz, 5 Eisen, ein Bronze. Ein Duke Steel. 5 Eisen noch dafür. Duke Steel brauchen wir. Bronze muss man irgendwie schon. Ja, ist was Ding. Stellt man Bronze her. Bronze. Bronze. Mal jetzt ein bisschen mit Mineralogie Schmiedkunst beschäftigt hätte. Kupfer und Zinn. Laut Google. Kupfer haben wir hier, Zinn haben wir dort. Ein bisschen überladen. Dann schauen wir mal. Jetzt Kupfer dazugeben und Zinn. Müsste eigentlich Abfallklumpen stehen. Sim. Resultat erkannt. Fehlt noch eine Zutat oder was? Okay, was will das Spiel von mir? Das ist das, was in der realen Welt zur Bronze gemacht wird. Was ist die Realität im Spiel? Hm.
zur Schmiede. Zu essen. Noch ein Apfelklumpen. Schön. Crafte ich jetzt hier eine Axt? Okay, jetzt sollte ich nicht mit den... Vielleicht sollte ich nicht die Eisenbarren nochmal erneut schmieden, sondern vielleicht wäre es mal clever, mit Rohstoffen zu handhaben. Wenn man den Barren herstellen will. Ja, Kupfererz und Zinnerz. Nehmen wir mal 20 raus. Schön Apfelklumpen. Fehlt dir noch ein paar Zutaten oder was ist los? Also irgendwas zusammen gehört verklumpt. Ich blick's hier wirklich nicht. Bestellen wir Kupfer, ja. Also am Ende von der Demo, die ich schon mal gespielt habe, hat man am Ende keine Materialien mehr. Weil ich sie alle verklumpt habe. Wie macht man Bronze? Gucken wir ein bisschen in ein Tutorial rein. Da wird es mir auch noch nicht richtig verraten. Von Zinn müsste es eigentlich sein. Lamp of Waste. Was machen wir denn falsch? Die richtige Temperatur noch oder was? Oh, wait. Was Preisfrage? Was ist da jetzt drin? Und Stimmen.
Jetzt exakt, was ich gemacht habe. Wait a second. Das vorher noch mal anfertigen. Jetzt so ein 3 Schmieden und Gießen. Und da du jetzt alle Ressourcen hast, du brauchst, ist es an der Zeit, die Schmiede zu gehen und mit dem Handwerk zu beginnen. Mit Temperatur der Äste stets im Auge. Schmiede oder Schmelzen. Falschen Temperatur zerstört das Werkstück, habe ich bemerkt. Und diese resultierenden Abfallklumpen auf ihre ursprünglichen Zutaten zurückgeschmolzen werden können, gibt es immer einen Verlust. Funktion 3 Schmieden. Stell eine Waffe her. Okay. Das war hier so knapp geschnitten. Jetzt machen wir Kupfer und Zinn. Hä? Das mache ich anders. Aha. Okay, vielleicht liegt es daran. Verhältnis 3:1. Bronze. Sehr schön. Verhältnis 3:1. Das war's. Ich brauche mir jetzt hier Axt. Ein Bronze. Okay. Jetzt will ich ja nichts falsch machen. So, nochmal geguckt. Ofen bei 3. Sollen wir das hier machen oder wie machen wir das? Muss die Schmiede gleich nochmal anmachen. Holz, Eisen, Bronze, Stahl. Das sollte eigentlich gehen. Holz, Eisen, 5 Eisen. Eisen. Bleib bitte drin. Wahrscheinlich nicht. Eins, eins, fünf. Okay. Es kommt Bronze und dann Stahl. Ja, genau so, Resultat. Fast perfekt. Wundervoll.
Müssen wir noch ausrüsten. Leichte Kampfaxt. Großartig. Haben wir das geschafft. Kunst des Schmelzens. Da sind wir jetzt schon weitergekommen. Ja. Tja, nun. Tor ist zu. Das Tor ist zu. Können wir das Tor irgendwie öffnen? Bin so weit wie nie zuvor. Die Türen sind ja auch alle zu. Was machen wir da? Axt ist geschmiedet. Wohin damit? Das Tor ist zu. Das Tor ist zu. Das Tor ist zu. Ist das Tor wirklich zu? Wir müssen in die Mine zurück. Skriptorium. Mine. Da würde ich zum Sitzen gehen. Da war doch noch eine große Tür, vielleicht kommen wir durch die jetzt durch. Und mit unserer Keksaxt lässt man uns jetzt nicht rein oder so, keine Ahnung. Tief an die Minen. Ich habe eine Waffe geschmiedet und mich ausgerüstet, um bereit herauszufinden, was da unten auf mich wartet. Dachte ich mir. Besiegen wir den Balrog. Vielleicht das Fallgitter. At end, Disclaimer hier. Disclaimer. Bei den Bärten der alten Könige. Das ist das Ende des spielbaren Teasers von Return to Nankrim. Für die diesjährige Gamescom, wenn du Zukunft mehr vom Spiel sehen möchtest, bewirb dich für die Spielergilde im Raffin Discord und trag dich in die Mailingliste ein und falls dir ein Teil daran wohlgesonnen ist, wirst du vielleicht in die Gilde aufgenommen. Und jetzt?
die hauen. Joa. Ach du Scheiße. Kein schönes Ende für diesen Zwerg. Dann würde ich mal sagen, danke fürs Zuschauen. Das war die Version von Return to Nankin. Ja, danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Video auf diesem Kanal oder bis zum nächsten Adventskanal natürlich. Bis dahin. Ciao, ciao.